Hallo, liebe Dartsportfreunde, euch allen erstmal ein gesundes neues Jahr 2024. Und das will ich gleich mal mit einem kleinen Do-it-yourself-Projekt starten. Dem kamerabasierten Zählsystem Autodarts. Eine tolle Geschichte, hat sich gerade jetzt im vergangenen Jahr enorm in den letzten Monaten weiterentwickelt. Und ich finde deswegen jetzt in einem Zustand, dass man sich das definitiv mal näher anschauen kann. Und Do-it-yourself sage ich deswegen, weil du hier die Möglichkeit hast, relativ preiswert, auch mit günstiger Hardware, dir ein System zusammenzustellen. Die Software kostet nämlich nichts. Und dir dann aber entsprechende Hilfe, Anregungen, Tipps und so weiter über die Community zu holen. Also Autodarts ist jetzt kein System, was du dir out of the box irgendwo kaufst. So wie zum Beispiel das Scolia, was hier hinter mir hängt. Und dazu kann ich sagen, ich liebe das Scolia nach wie vor. Sind Marktführer. Der Zugang zu diesem System, die ganze Einrichtung, Kalibrierung und so weiter, ist so einfach, wie ich das bislang bei noch keinem anderen System erlebt habe. Auch die Möglichkeiten, die ein Scolia bietet, die Plattform, die Drittanbietersoftware, die Turniere, der Code of Conduct, die Statistik. Es ist halt der Marktführer, es ist das etablierte kommerzielle System, mittlerweile ja auch mit 3 Gerätegenerationen. Dazu habe ich ja schon ein einzelnes Video gemacht, ebenso wie ich das We.One-System schon vorgestellt habe. Aber es geht eben nicht um einen Vergleich der Kamerasysteme untereinander, denn Autodarts ist wirklich wieder was ganz, ganz anderes und eigenständiges. Und wenn du meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgst, dann weißt du eben auch, ich stelle gerne Produkt- und Markttrends vor. Bei Autodarts jetzt einfach auch eine Konfiguration, für die ich mich entschieden habe und wie ich das Ganze mir aufbauen möchte. Und ob du das dann interessant oder cool findest und dir das eine oder lieber doch das andere anschaffen, das soll dann die Entscheidung sein, die du dann für dich selber fällen kannst. Also, der Rahmen ist damit gesteckt. Hier soll es um Autodarts gehen. Ein interessantes, kamerabasiertes Zählsystem, bei dem die Software nichts kostet, die für Windows wie Linux für Mac verfügbar ist und wo du im Wesentlichen, sage ich mal, dir deine Hardware aber selbst zusammenstellen und einrichten musst. Wenn man weiß, wo wie das geht, ist es insgesamt gar nicht mal so schwer. Da gibt es auch schon einiges an Dokumentation und Hilfen über die Autodarts Discord Community. Und dennoch gibt es hier und da kleine Herausforderungen, auch basierend auf den Entscheidungen, die du für dich fällst, wie du das System aufbauen willst. Und deswegen ist es eben auch nicht immer so ganz selbsterklärend und auch nicht so ein Ding, wo du mal eben in 30 Minuten, sag ich mal, zusammenbaust und dann schon deine ersten Darts aufs Board wirfst. Also das ist dann zum Beispiel ein Riesenunterschied zu den kommerziellen Systemen. Ist also ein bisschen Eigenleistung gefragt, ein bisschen nachdenken, ein bisschen ausprobieren, um dann eben ein verhältnismäßig preisgünstiges, aber eben auch interessantes und schönes System zusammenzustellen. Und ich denke, ich fange erstmal an mit so einem kleinen Einstieg. Wo findest du Autodarts, weitere Informationen und was sind die wichtigen Quellen? Informationen über das System bekommst du über die Webseite autodarts.io. Hier hast du eigentlich auch alle Quellen, die dann ganz nützlich sind für weitere Informationen und Verlinkungen. Hier kannst du dir über Playnow kostenlos auch einen Account erstellen. Das lohnt alle Male, denn wenn du das einmal gemacht hast, dann kannst du die Software selber, also die Spielmodi, auch schon ohne Kameras und so weiter nutzen. Das ist webbasiert, das heißt, es funktioniert auf allen Geräten, Smartphone, Tablet, Notebook, PC, Hochformat, Querformat, vollkommen egal. Hier hast du dann schon verschiedene Spielmodi, kannst dir dann separat einstellen und würdest jetzt die Punkte natürlich über Tastatur oder Bildschirm eingeben. Aber so hast du dann schon mal eine Eingewöhnung, wie das ganze System funktioniert und sich zum Beispiel bedienen lässt. Gibt sogar auch einen Bot, gegen den du antreten kannst. Also es gibt schon einen Mehrwert, ohne dass du das Kamerasystem selbst jetzt nutzt. So, aber hier einmal zurück auf die Autodarts-Webseite selber, denn du findest hier oben links auch direkt einen Download-Button. Und wenn du da drauf gehst, dann landest du auf den Entwicklersourcen von GitHub, denn hier kannst du dir dann die immer aktuellste Version der Software herunterladen. Wenn du ein bisschen runterscrollst, dann findest du hier unten auch die verschiedenen Varianten. Entweder für Linux, wenn du das nutzt, oder zum Beispiel auch für Windows. Das siehst du am Dateinamen, das sind gepackte Dateien. Die lädst du dir runter, ziehst du auf deinen jeweiligen Rechner und zur Installation und so weiter gibt es auch entsprechende Hilfen. Und zwar, und da gehe ich mal wieder hier auf Autodarts zurück, generelle Hilfe bzw. Dokumentation findest du unter docs.autodarts.io, kommst du nochmal auf eine separate Seite und hier siehst du schon sehr schön an der Gliederung, da kann man von oben bis unten relativ schnell alles auch erfassen, zum Beispiel Informationen zu den benötigten Hardware Requirements, aber auch Installationshinweise für die verschiedenen Systeme wie Linux, Windows und macOS.
Das gleiche gilt auch für Kameras, welche gut funktioniert haben und welche vielleicht weniger gut sind. Ein Teil, der für mich hier noch interessant ist, 3D-Printing. Hier findest du dann nämlich die ganzen Vorlagen für zum Beispiel die Kamera-Haltearme. Wenn man hier weiter runter scrollt, dann siehst du, gibt es hier einmal solche Haltearme, wo die Kamera sehr schön voll integriert wird. Ich habe jetzt fürs Erste diese einfache Variante hier genommen, die oben eine Aussparung hat, dass so übliche Webcams mit einem Schraubgewinde halt hier oben drauf passen. Und immer unter diesem jeweiligen Bild findest du dann die 3D-druckbare Datei für den Haltearm und dann hintenrum diese Halteplatten, um dann die Kabel da verdeckt schön einrichten zu können. Und wenn es darüber hinaus noch Fragen, Informationsbedarf und so weiter gibt, dafür gibt es den Discord von Autodarts. Und hier findest du immer aktuelle Themen, auch einen entsprechenden Community-Bereich, der deutschsprachig ist, unter allgemein, wo du diverse Fragen stellen kannst, aber auch gucken, wie andere ihre Systeme eingerichtet haben. Speziell nochmal unter Kameras findest du immer wieder auch Empfehlungen, welche Kameras gut funktionieren. Manchmal aber auch einfach Links auf Shops, wo jetzt gerade wieder ein gutes, günstiges Angebot zu bekommen ist. Und ich muss sagen, mit meinen ersten Erfahrungen hier mit der Discord-Community, die sind super hilfreich. Dauert nicht lange, wenn du eine Frage hast, kriegst du immer eine passende Antwort. Und es ist ja wie immer in solchen Communities geben und nehmen. Ich konnte dem einen oder anderen auch schon ein paar Tipps geben. Und das ist, denke ich mal, ja auch ein ganz wichtiger Part bei solchen Systemen. Gibt es dazu eine entsprechend aktive Community? Nicht nur, wenn du eben Hilfe brauchst bei solchen Dingen, die du im Prinzip ja selber zusammenbauen musst, sondern natürlich, das hier sind auch alles potenzielle Autodarts-Spieler. Und hier kann ich mal so einen aktuellen Zwischenstand bei mir zumindest zeigen. So sieht es jetzt aus. Ich habe die Kamera, Halterung und Arme 3D gedruckt. Das kann ich zum Glück ja selber machen, weil ich die passenden Drucker dafür habe. Die Vorlagen, also die Druckdateien dafür, kriegst du ebenso kostenfrei schon in der Community für verschiedene Kameralösungen. Finde ich, ist schon mal ein Riesengewinn. Da musst du nicht selber konstruieren. Und auch wenn du keinen 3D-Drucker hast, gibt es immer einen aus der Community, der dir die Sachen dann ausdrucken kann. Oder jede Menge 3D-Druck-Services, dem brauchst du die Datei nur rüber zu schicken. Und dann kannst du die für einen relativ günstigen Taler halt einfach auch drucken lassen. Ich habe mich hier der Einfachheit halber jetzt für Halterungen für ganz normale Webcams entschieden. Wobei auch hier die Modellauswahl, das ist die Orki PC-LM1E Webcam. Das Gute ist, die hat natürlich hier so ein entsprechendes Kamerastativ. Das heißt, du kannst die auf ein ganz normales Stativgewinde einfach raufbringen. Und da die sich hier wunderbar verstellen lassen und kippen lassen, ist es erstmal am Anfang für mich auch eine super einfache Sache, die grundlegend mal für die Kalibrierung und so weiter aufs Dartboard auszurichten. Dazu kommt, dass diese Orki-Kameras, du musst hier linsenmäßig und so erstmal nichts verändern. Es gäbe noch andere Halterungen und Gehäuse, wo du die rauspopeln kannst und die Platine dann nochmal auf eine andere Halterung bringen. Denn so ein Thema in der Praxis kann sein, so wie ich jetzt hier die Anordnung habe, ich bin Linkshänder. Und so eine Webcam, ihr seht schon, die ist ja ein bisschen breiter. Und wenn ich jetzt hier irgendwo mal so Dartpfeile rausziehe, dann komme ich schon mal gerne an die Kamera. Ich habe jetzt hier die eigentlich quasi 6 Uhr Position mit der rechten Kamera. Und dadurch ergibt sich die Position der anderen beiden automatisch. Nämlich so zwischen der 7 und der 19 und dann der 12 und der 5. Oder das Ganze eben gespiegelt. Dann wäre es statt 6 eben die 11 und die anderen beiden Kameraarme würden auf die gegenüberliegende Seite wandern. Was in meinem Fall zum Beispiel von der Anordnung ganz praktisch wäre. Und wenn ich Darts rausnehme, dann komme ich schon mal öfter an diesen Kameraarm hier unten. Da hat der Olli nicht ganz mitgedacht. Ist aber kein Problem, wie gesagt, die Anordnung der Arme da nochmal anzupassen. Die gibt es schon fix und fertig als druckbare Datei über die Community. Ist, finde ich, ein praktikables Design. Das ist dann immer so eine Halterung, die man auf eine Grundplatte aufbringen kann oder direkt auch in die Wand verschrauben. Hier ist es direkt gedacht für das Winmo Plasma System. Man muss eigentlich nur die Haltearme durch diese 3D gedruckten dann ergänzen. Und dann hast du hier oben nochmal einen passenden Aufsatz. Ich habe das Ganze hier auf einem Automaten Wagner Board of Silence System installiert. Darum nehme ich auch nochmal den Surround Ring ab, dass ihr es besser sehen könnt. Und es funktioniert sogar mit den Kamerahaltearmen soweit ganz gut. Denn beim Automaten Wagner, es ist ja eh schon für das Winmo Plasma vorbereitet. Das heißt, hier gab es schon vorgebohrte Löcher für den richtigen Abstand. Jetzt sind die Haltefüße hier hinten. Eigentlich ist da jetzt nichts mehr. Man könnte sich
nochmal eine Basisplatte hier zur Erweiterung irgendwie machen oder den Haltefuß generell ein bisschen anders nochmal designen. Aber hier mein erster Probedruck und die erste Installation hält eigentlich ganz gut. Dadurch, dass eben der Ring hier auch komplett verschraubt ist, ist das alles zusammen ziemlich stabil. Also das Einzige, was jetzt hier ein bisschen schwingt oder wackelt, ist eben das gesamte Board of Silence System, weil es ja wie ein Bilderrahmen einmal hier oben auf dieser Entkoppelungsplatte eingehangen ist und unten dann hier mit solchen Gummispannern über einen Haken gezogen wird. Weswegen ich auch das ganze Kamerasystem ganz easy abnehmen und woanders zum Beispiel nutzen könnte. Oder eben einfach mal schnell runternehmen, andere Arme und so weiter drauf. Also zum Ausprobieren ist es auch, finde ich, eine wunderschöne Sache. Ich will zum Beispiel generell meinen Dartsraum ein bisschen umgestalten und da wird relativ viel Grün vorherrschen. Und so habe ich mir jetzt auch schon die neuen Standfüße für auch nochmal andere Kameras jetzt für mich in der passenden Farbe gedruckt. Hier kann ich auch nochmal zeigen, das ist vom Design, finde ich, schon mal ganz smart gemacht. Denn du hast hier hinten entsprechende Kabelführungskanäle für halt die USB-Kabel, die du dann hier auch eigentlich schön versteckt immer ausführen kannst, sodass du am Ende dann auch ein ziemlich cleanes System zusammenkriegst. Also man sieht es ja hier, kabelmäßig ist hier erstmal so nichts zu sehen. Denn wie gesagt, am Ende kann das alles super clean aussehen. Das Kabel ist hier in diese Aussparung einfach eingeführt. Die Deckel da hinten gibt es auch entsprechend in diesen 3D-Druckdateien. Und so finde ich, macht es dann wirklich einen schönen, sauberen Eindruck. Und hier seht ihr schon, auf dem Drucker laufen dann noch die anderen grünen Kameraarme. Das sind wie gesagt die größeren Halterungen. Die kriegen allerdings da oben dann später einen etwas anderen Kopf. Da kommt dann keine Webcam mehr drauf. Beziehungsweise nicht diese Orki-Webcams mit dem Stativgewinde, sondern es wird ein richtig integriertes Kameragehäuse. Und da möchte ich dann die OVI 3297, glaube ich, Cams heißen die. Ich hoffe, ich sage das jetzt nicht falsch. Blende ich euch aber ein. Das sind so Kameramodule mit 100 Grad Blickwinkel, die sich ganz gut für das Autodart-System eignen sollen. Und insgesamt dann nochmal den Kamerakopf so ein bisschen cleaner machen, alles schön aus einem Guss. Die nächste Herausforderung ist dann im Prinzip so ein bisschen das Kabelwirrwarr irgendwie ordentlich zusammenzukriegen. Denn du hast natürlich drei USB-Stecker. Die habe ich jetzt hier in einen USB-Hub erstmal eingestöpselt. Mein erster Test war jetzt mit einem Windows-Notebook. Das hat nur einen USB-Anschluss. Deswegen dachte ich, hey, wenn ich jetzt hier so einen USB-Hub nutze, kriege ich da ja drei Kameras grundlegend mal dran. Und hier kann ich mal mein erstes kleines Problem zeigen bzw. schildern. Ich habe, wie gesagt, hier einen aktiven mittlerweile USB-Hub. Vorher war das so ein passiver. Da habe ich dann die Kameras eingestöpselt und das Ganze dann hier an einen Notebook, das wie gesagt nur einen USB-Eingang hat, angestöpselt. Das habe ich halt rein zufällig noch zur Verfügung. Es hat ein Touchscreen, darum war meine Idee eigentlich ganz cool, so wenn es hier läuft als Anzeigedevice, einfach schön in der Halterung an der Wand und dann funktioniert das Ganze ja schon. Zumindest in der Theorie. In der Praxis, wie gesagt, mal gucken, ob das jetzt hier funktioniert. Kann man ja unter Windows generell mal gucken. Zack, Frontkamera, die ist jetzt da unten vom Regal verdeckt, deswegen sieht es jetzt ein bisschen komisch aus, aber man kann ja die Kameras durchschalten. Zack, und da sehen wir schon die erste Bordkamera. Ne? Ich habe erst einen alten aktiven USB-Hub von mir verwendet, weil du den halt übrig hast. Der hat aber irgendwo einen Elektroknacks gehabt, es roch auf einmal ein bisschen sehr nach Elektronik, qualmte ein kleines bisschen. Dann habe ich den abgestöpselt. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass leider zwei von meinen drei Kameras auch einen Knacks bekommen haben. Also dafür kann Autodarts nichts, sondern einfach mein alter USB-Hub ist abgeraucht. Vielleicht war der auch zu staubig, I don't know. Ist jetzt ein bisschen doof, aber ich hatte es ja vorher eine Zeit lang auch schon in der Autodarts-Software drin. Und das kann ich hier auch mal kurz zeigen. Es gibt im Prinzip so eine Art Config-Datei, die man einfach aufruft. Da steht dann so ein bisschen Statusmeldung und so weiter drin. Das ist vollkommen egal. Das kann man einfach laufen lassen. Das ist sozusagen die initiale Startdatei für Autodarts. Und dann geht man im Prinzip auf den Webbrowser. Und wenn die Startdatei einmal lief, gibt es dann eine bestimmte IP-Adresse, die man dann in den entsprechenden Boardmanager überträgt. Und dann ist man schon mal in dem Boardmanager für die Einrichtung. Und dann ist das Erste, was man macht, in die Config-Datei gehen. Also wenn du dich in Autodarts auf der Plattform einmal anmeldest und registrierst, kriegst du für dein Board automatisch eine ID. Die kopiert man halt hier in den Boardmanager rein. Und genauso gibt es einen sogenannten API-Key, also für die Schnittstelle, dass die Kommunikation dann mit dem registrierten Board und dem Server funktioniert. Der API-Key wird genauso hier einmal mit reinkopiert und wenn es soweit funktioniert hat, dann wird er hier auch ausgeblendet. Deswegen ist es auch vollkommen unproblematisch, hier die Board-ID anderen zu zeigen. Ohne den API-Key kann niemand anderes zum Beispiel dieses System in irgendeiner Form jetzt hier missbrauchen.
Und hier unten siehst du eigentlich auch schon direkt für die Einrichtung der Cams, welche jetzt an welchem Arm hängt. Und hier drunter gibt es dann so ein Dropdown-Feld. Und da hatte ich, wie gesagt, vorher zwar die drei Kameras erkannt, aber dadurch, dass mir der USB-Hub abgeraucht ist, haben offenbar zwei Kameras einen Schaden genommen. Ich kann jetzt immer nur die eine Kamera, die er hier schon anzeigt, aktuell wählen. Hier finde ich es auch schon wieder sehr schön. Du kannst gar nicht so viele Fehler machen. Willst du genau die gleiche Kamera am gleichen Arm? Die sind ja auch durchnummeriert. Kriegst du hier auch ein rotes Feld zur Marke Hallo? Die Kamera hast du ja schon. Also in der Theorie würde man jetzt hier seine Kameras entsprechend einstellen und sehen. Wenn das soweit klappt, dann stellt man die Auflösung in der Regel auf 1280x720. Einige Cams können ein bisschen mehr, andere ein bisschen weniger. Aber damit dann die Framerate auch stabil und konstant bleibt, wird generell so 1280x720 als Auflösung empfohlen. Und eigentlich ist man dann hier schon mitten in der Einrichtung. Ich habe jetzt einfach nochmal zwei Orki-Cams nachbestellt. Aber das Prinzip ist immer das gleiche. Du hast drei Kameras, wenn die ordentlich erkannt werden, kannst du die hier entsprechend einrichten. Und dann geht es üblicherweise, wenn es funktioniert, in die Calibration. Da kann man die Kameras, die erkannt wurden, durchschalten, so wie hier. Und die eigentliche Kalibrierung besteht daraus, dass man jeweils vier Punkte hat. Das ist hier auch entsprechend genannt, die man genau an die Ecke hier zwischen der 6 und der 10 setzt. Ich habe jetzt hier keine Maus dran, das ist nur Touch, darum erkläre ich es nur grob in der Theorie. Hier auf dem rechten Bild siehst du, da gibt es ein entsprechendes Bordgitter. Und wenn du die Punkte, die Eckpunkte hier exakt eingerichtet hast, dann liegt dieses Gitter exakt auf deinem Dartboard. Also ganz grob setzt man vier Punkte, damit dieses Netz hier entsprechend auf dein Dartboard angepasst ist und die Felder übereinstimmen. Das machst du für alle drei Kameras. Und dann ist es schon mal der nächste Schritt, um die Einrichtung, also Kalibrierung hinzukriegen. Und ich finde soweit schon mal von der ganzen Oberfläche jetzt keine Raketenwissenschaft. Das war vor einigen Monaten wirklich noch viel, viel schwieriger. Und hier oben hast du direkt auch immer so Status-Buttons. Da kannst du direkt auch sagen, ja, hier Kameras stoppen, ne, nochmal neu starten, nochmal neu erkennen lassen. Also zum Bedienkomfort hat sich hier wirklich schon einiges getan. Und das ist, wie gesagt, erstmal nur der Board-Manager. Das eigentliche Spiel läuft dann über Autodarts.io. Wenn du dich da dann einfach anmeldest, was du ja vorher schon gemacht hast, wie gesagt, die Software kostet nichts, kann ich hier schon mal einen kleinen Einblick geben, was gibt es für Spiele. X01, Cricket, Bermuda, Shanghai, Gotcha, Around the Clock, Round the World, Random Checkout, Count-Up, Segment Training. Hier siehst du auch schon, Turniere werden ebenso veranstaltet, die Winter Masters laufen oder liefen gerade. Du hast eine Lobby, wo du dich mit anderen connecten kannst. Das ist auch eine offene Lobby. Das heißt, du erstellst so wie hier jetzt einfach ein Board und andere, die dich dann sehen, können joinen und schon kann es losgehen. Genauso kannst du ähnlich wie in LeaderArts einfach auch mal schauen, welche Matches laufen dann so. Und wenn du Bock hast, guckst du dir einfach die Matches an. Also ein bisschen mal reinschnuppern, welche Spiele andere gerade so machen. Grundlegend schon ziemlich viele Optionen, die die Software hier so bietet. Wie gesagt, ich struggle jetzt im Moment noch ein kleines bisschen mit der Hardware, auf die ich jetzt warte, die Ersatzhardware, um hier mit der Einrichtung weiterzukommen. Und ich habe eben, wie gesagt, auch gemerkt, dass über den Board Manager ich auch die funktionierenden Kameras mit diesem einen USB-Port hier nicht an diesem System zum Laufen kriegen werde. Darum habe ich mir jetzt einfach mal für schlanke 30 Euro einen sogenannten Thin Client geordert. Der hat dann die entsprechende Hardware bereits verbaut und eben eine Platine mit zwei passenden USB-Bussen. Und ein Thin Client heißt, das ist halt ein relativ schmaler kleiner Rechner. Den werde ich dann mit einer Linux-Distribution installieren. Denn Autodarts läuft unter Linux und auch das ist dann ganz gut beschrieben. Ohnehin noch ein bisschen einfacher. Windows ist hier und da einfach etwas tricky. Darum denke ich, gar nicht so verkehrt. 30 Euro ist jetzt wirklich nicht allzu viel Geld, um dann hier eine Recheneinheit zu haben, die sich dann tutti kompletti um Autodarts kümmert. Und dann kann ich umgekehrt eigentlich das Ding wieder als Monitor hernehmen oder generell nochmal ein schönes großes Display irgendwo zur Anzeige hernehmen. Und so lässt sich das ja nach eigenen Wünschen sukzessive auch auf- und ausbauen. Ja, das also meine erste kleine Reise, der erste Step in Richtung Autodarts. Bisschen schade, dass der USB-Hub abgeraucht ist und zwei Kameras offenbar jetzt ein bisschen in Mitleidenschaft sind. Aber ich meine, das sind genauso Dinge, die können halt passieren in so einem Do-it-yourself-Projekt. Darum mache ich das auch. Zum einen seht ihr mögliche Fehler, die ich begehe, die ihr dann nicht nochmal extra machen müsst. Zum anderen geht es ja hier und da auch um bestimmte Entscheidungen, die man fällt. Zum Beispiel, welche Kameras setze ich ein? Welche Haltearme nutze ich dann dafür? Wie bringe ich das Ganze dann vernünftig an oder mit meiner Beleuchtung zusammen? Bis hin zu halt, welchen Rechner setze ich dafür ein? Kaufe ich mir da extra ein oder habe ich schon irgendwie Hardware, die ich zusammenstellen kann, die dafür dann funktioniert?
Ich habe mich jetzt der Einfachheit halber, wie gesagt, dafür entschieden, wenn man so will, ein wirklich autarkes eigenes Autodart-System aufzubauen, weswegen ich dafür, und das ist ja wirklich nicht viel Geld, einen separaten Thin-Client dafür dann hernehmen werde. Mal gucken, wie gut ich damit zurechtkomme. Denn ehrlich gesagt, die Linux-Welt, aus der komme ich so gar nicht. Bin einfach komplett Windows oder halt macOS versaut. Aber auch hier geht es ja darum, Linux-Distributionen gibt es jede Menge. Und das zum Glück ebenso kostenlos. Und wenn du für 30 Euro einen Rechner kriegen kannst, um hier den Boardmanager und die Kameras entsprechend anzusteuern. Ja, und da dann noch Tastatur, Monitor ran, dann hast du doch eine schöne Dartboard-Anlage. So, darum bin ich gespannt. Wenn jetzt die neuen Kameras und der Thin-Client da sind, kann ich dann auch Teil 2 dazu drehen und euch mal zeigen, wie weit ich dann mit diesem ganzen System und der Einrichtung gekommen bin. Ja, das ist also mein aktueller Stand. Lieben Dank fürs Reinschauen. Wie immer gerne Anregungen und Anmerkungen unten in die Kommentare. Und bis zum nächsten Beitrag sage ich natürlich wie immer Tschüss, ciao, good darts. Euer Olli.